die Träume aus. Das nächste Mal sterbe ich wirklich. Ich dachte immer, dass Menschen etwas von einem Chamäleon haben, was ihre Zukunft angeht. Siehst du deine Zukunft rosig, dann ist das auch die Farbe, die du anhast. Mir ist nur gerade eingefallen, ich bin einfach gekommen und niemand hat mich eingeladen. Ah, also dann ist das auch nicht ihre erste Hochzeit? Also von Nico, natürlich. Ja, nee, auch von Nikos Hochzeit, auch meine zweite. Der hat so ein Glück gehabt. Nein, das geht was nicht. Was denn? Genau die gleiche Story geschenkt. Das sind Kamelien. Alexander! Ja! Wenn die Frauen anfangen, den Männern die Füße zu lecken, aber was? Männerfüße. Weißt du doch, was du für Blumen gekriegt hast von Nico zu eurer Hochzeit? Kamelien? Ja. Du wirst schon sehen, wenn Nico und Dori sich scheiden lassen, dann wird das eine vorbildliche Ehescheidung. Du hättest übrigens ruhig mitkommen können. Es ist alles nicht so schlimm. Also nicht so schlimm, wie du gedacht hast. Ich bin nicht einfach so jüdisch geworden. Ja, also ich bin ja auch mal zum Rabbiner gegangen, fragen, wie das geht. Du? Ja, das ist so komisch. Hätte mich mitnehmen sollen ins Lager. Es gibt Dinge, die kann man ertragen und es gibt Dinge, die kann man nicht ertragen. Leben! Das hat es früher mal gegeben! Wie sieht das aus, Auschwitz? Sie sind doch selbst da gewesen. Ja. Aber ich meine im Sommer. Ach so, ich war im Herbst da. Wie kann man die Male kommen lassen, bevor der Klempner fertig ist? Hm?